Ich möchte euch heute ganz kurz aufzeigen, wie bei einer Glock, in diesem Fall der Glock 17 Gen 4, ein alternativer Federsatz zum Anpassen des Abzugsgewichtes eingebaut wird. Das ist alles relativ einfach, klingt immer kompliziert, ist es aber nicht. Schritt 1 ist, wie gehabt, immer Waffe prüfen, ob sie auch leer ist, in eine sichere Richtung halten, trocken, abschlagen. Und dann nehmen wir den Schlitten runter, Federpaket raus, Lauf raus, legen das nebenhin. Wir müssen insgesamt 3 Federn austauschen. Wir haben einmal die Schlagbolzenfeder, die Strikerfeder. Wir haben einmal hier drin die Feder für die Schlagbolzensicherung. Und wir haben dann hier hinten in der Abzugsgruppe ebenfalls eine kleine Feder. Wir beginnen hier mit dem Striker. Und dazu, mal sehen, ob wir das tatsächlich auch sehen können, müssen wir dieses Kunststoffhülschen nach unten drücken, um Druck von der Abdeckplatte hinten wegzunehmen, um sie runterzukriegen. So, das heißt, wir drücken einfach mit einem Durchschlag ein bisschen nach unten und schieben die Platte langsam, aber beherzt raus und nehmen sie raus. Es ist hierfür nicht erforderlich, in irgendeiner Form mit einem Schraubenzieher oder ähnliches diese Platte rauszuhebeln. So, und schon können wir das Federpaket vom Striker rausnehmen und ebenfalls den Plunger. Wir beginnen jetzt ganz einfach mit der Schlagbolzenfeder, mit der Strikerfeder. Hierfür gibt es einen klitzekleinen Trick. Wir nehmen erstmal die neue Feder raus, das ist eine reduzierte Feder. Wir stellen den Schlitten senkrecht, nehmen den Striker umgekehrt und stecken ihn hier wieder rein. Das passt genau da rein und bietet uns einfach die Möglichkeit einer Stütze. So, dann ziehen wir die Feder nach unten und nehmen diese kleinen halbkreisförmigen Plättchen raus. Und damit können wir direkt schon die Striker-Feder rausnehmen, setzen die neue Feder oben drauf, schieben sie runter, nehmen das erste kleine Plättchen, ist ein bisschen friemelig, da alles so in mikroskopischer Größe irgendwie ist. Ja, ist ein bisschen friemelig, ich habe im Moment so dabbige Schnitte heute auf der Arbeit in die Finger reingeholt. Da ist die Arbeit ein bisschen doof. So, schon ist sie drin, damit haben wir den Striker mit der neuen Feder versorgt. So, jetzt nehmen wir von der Schlagbolzensicherung die Feder raus. Dazu drücken wir sie runter und nehmen den Auszieher raus. Und schon haben wir den Plunger für die Sicherung draußen, für die Schlagbolzensicherung. Ziehen die Feder raus, nehmen aus dem Tütchen die neue Feder, setzen sie entsprechend in das Loch, das dafür vorgesehen ist, ein. Stecken das ganze Ding wieder in das dafür vorgesehene Loch. Nehmen den Auszieher, Entschuldigung, setzen den ein und gut. Dann nehmen wir den Plunger, schieben den wieder rein, nehmen unser Federpaket, stecken den ebenfalls rein, setzen die Abdeckplatte hinten auf, nehmen einen etwas dickeren Durchschlag vielleicht, drücken das Paket nach unten und dann hier den Plunger, ist ebenfalls rein und damit haben wir den Schlitten wieder so weit zusammengebaut, dass er einsatzbereit ist. Dann können wir auch direkt schon, um einfach ein bisschen Platz zu schaffen, das ganze Ding wieder zusammensetzen, nebenhin legen. So, jetzt brauchen wir noch die Abzugsfeder. So, dafür müssen wir das Abzugspaket rausnehmen. Das geht auch verhältnismäßig einfach. Es kann mal sein, dass die Pins ein bisschen schwerfällig rausgehen. Wir nehmen den hinteren raus. Das könnt ihr mit dem Durchschlag machen oder mit dem bei der Glock mitgelieferten Werkzeug. Den da raus. So, jetzt hier ein bisschen, dann mit ein bisschen etwas dickeren, ein bisschen am Verschlussfanghebel wackeln, bis der Bolzen rauskommt. Damit haben wir alle 3 Bolzen raus. Wir nehmen den Verschlussfanghebel raus, nehmen den Locking-Block raus, legen den nebenhin und können dann die komplette Abzugsgruppe
aus dem Griffstück entfernen. So, jetzt hängen wir einfach den Abzug aus. Friemeln letzten Endes dieses Ding hier irgendwie wieder raus aus der Originalfeder. Ist ein bisschen hakelig. Na komm. So, der ist raus. Und dann nehmen wir dasselbe da raus. Na komm. Ich könnte meinen, ich hätte die Gicht an den Finger heute. Das läuft schon den ganzen Tag so. So, die ist draußen. Legen wir ebenfalls wie den Originalfedern rüber. Nehmen die neue Feder, setzen sie. Müssen jetzt darauf achten, dass diese Öffnung hier in dem Moment nach oben zeigt. Das heißt, wir gehen von oben nach unten, hängen sie entsprechend ein und schwenken sie auf die richtige Seite rüber. Mit einem Pflaster am Finger geht das echt Mist. So, dann gehen wir so, ein bisschen weit. Komm. Hängen wir sie. So, da ist sie drin. Hängen unseren Abzug wieder in die in das System ein und können dann den Abzug bereits wieder in die Glock einsetzen. Auf Deutsch gesagt, alles eigentlich ziemlich easy peasy. Locking Block wieder einsetzen. So, dann machen wir den da rein. Immer schön darauf achten, dass die Stifte gleichmäßig drin sitzen. Das war wieder ein bisschen viel. So, das passt. Dann machen wir den hier hinten rein. Das passt. Jetzt müssen wir den Verschlussfanghebel wieder reinsetzen. Das sieht gut aus. So, und jetzt gucken wir, dass hier der Verschlussfanghebel ein bisschen einfach nur hin und her gewackelt wird. Gucken, dass er auch drin sitzt. Tut er. Schieben den Bolzen entsprechend rein und der Umbau ist erfolgt. Wir überprüfen dann natürlich auch immer die Funktion vollumfänglich, ob auch alles funktioniert. Auch die Sicherung funktioniert. Wunderbar. Reset ebenfalls. Alles tutti. So wie es sein soll. Immer schön die Originalfedern hinterher wieder aufheben. In die Originaltüte damit wieder mit reinpacken, damit sie nicht verloren gehen. Für den Fall, dass man mal umbauen muss. Oder wie auch immer. So ein Federsatz ist für die Glock tatsächlich nicht sonderlich teuer. Liegt, glaube ich, paar 20 Euro. Ist also absolut überschaubar. Bringt aber eine deutliche Verringerung des Abzugsgewichtes, was vielen Glockschützen durchaus entgegenkommt. In diesem Sinn, ich hoffe, es hilft ein bisschen weiter. Achso, eine ganz wichtige Sache. Alles, was ihr an dieser Waffe macht, macht ihr auf eigene Gefahr hin. Ich kann hier keinerlei Gewährleistung, Garantie, wie auch immer übernehmen, dass es alles richtig ist. Wenn ihr euch unsicher seid, gebt es einem zertifizierten Büchsenmacher und er kann es dann entsprechend machen. Alles tut er komplett auf eigene Gefahr. In diesem Sinn, macht's gut.